Aus aktuellem Anlass wieder mal ist mir noch was eingefallen, und zwar geht es um die mechanische Leistung und Beschleunigung und vor allem, wie nutze ich die SI-Einheiten dazu. Nehmen wir folgendes Beispiel an, ich schreibe jetzt mal die Kurzform mit. Das macht sich übrigens günstig, wenn man eine sogenannte Textaufgabe oder Sachaufgabe hat, die immer kurz zusammenzufassen, denn wir rechnen nicht mit Texten, sondern mit kleinen Symbolen. Nehmen wir mal an, wir wollen überlegen, wie viel Leistung brauche ich, wenn ich ein Auto mit 2 Tonnen, das ist so ein normaler schwerer PKW der Oberklasse, sagen wir es zum Beispiel, innerhalb einer bestimmten Zeit beschleunigen möchte auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Und zwar gegeben ist also die Masse des Fahrzeuges, das sind 2000 Kilogramm. Mit Tonnen rechnet sich schlecht, gerade bei SI-Einheiten. Also man sollte dann schon immer im Vorhinein so weit wie möglich umwandeln. Weiterhin ist gegeben, es soll vorgegeben sein, eine Zeit von 10 Sekunden, in der ich das Fahrzeug beschleunigen möchte. Und die Endgeschwindigkeit, Vend, soll betragen, nehmen wir es, weil es leichter zu rechnen ist, 30 Meter pro Sekunde. Das ist ein bisschen mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Gesucht ist Folgendes, also welche Leistung ist dafür erforderlich, und man könnte auch die Beschleunigung dafür ausrechnen. Das Ganze geht an sich ganz einfach, wenn wir dann nachschauen. Also die Lösung besteht im Folgenden: Man schreibt erstmal sämtliche Formeln hin, die man dafür findet. Die Leistung, mechanisch oder überhaupt, definiert sich als Arbeit geteilt durch Zeit. Und zur Beschleunigung komme ich dann nochmal. Oder, na gut, noch was. Man findet weitere Formeln. Und zwar W ist gleich F mal S. Und auch wenn ich, ja, wenn ich schon einmal dabei bin, F ist definiert als Masse mal Beschleunigung. Und die Beschleunigung A ist in diesem Fall V durch T. Ich möchte also das Fahrzeug gleichmäßig beschleunigen. Nehmen wir mal an, ich habe eine Automatik, die das ganz genau kann, also so gleichmäßig an der Beschleunigung dran zu bleiben. Fangen wir mal an. Nehmen wir mal an, wir würden nicht erst A berechnen, sondern wir würden uns gleich auf die Leistung stürzen. Dann könnte ich also sagen, P ist W durch T, und wenn ich W, dieses, ich mache es mal bunter, wenn ich dieses W als F mal S hierfür einsetze, ergibt sich also P ist gleich, und jetzt kann ich gleich schreiben, F mal S geteilt durch T. Das T bleibt hier unten. Das ist ganz normal. Jetzt könnte ich mir was anderes überlegen. A ist V durch T. Also könnte ich doch auch sagen, F mal S. Dann ersetze ich das F. F ist nämlich M mal A. A ist V durch T. Ich werde das mal stufenweise machen. Ich werde also mal sagen, okay, ich schnapp mir jetzt in einer anderen Farbe dieses F und ersetzt es hier drin durch M mal A. Mal sehen, wie die Formel dann aussieht. Dann heißt es also, P ist gleich, und statt F schreibe ich M mal A und das Ganze mal S. Ne, das S bleibt und durch T bleibt auch. Gut. Wenn ich das jetzt so eingesetzt habe, dann könnte ich mir was anderes überlegen. Das mache ich mal so in Gelb. S durch T wäre ja dann V. Also gut, schreiben wir die Formel nochmals um. P ist gleich M bleibt. Und jetzt statt das A bleibt auch. Und wenn ich jetzt schreibe S durch T, dann kann ich mir sogar den Bruchstrich ersparen und kann ich das Ganze sogar ein bisschen tiefer schreiben. Ich mache das mal ein bisschen sauberer. Also M mal A bleibt und S durch T ersetze ich durch V. Jetzt habe ich also eine neue Formel, die heißt P ist M mal A durch V. Was könnte man jetzt aus dieser ganzen Geschichte machen? Dazu, ja, was könnte man machen? Mal die Frage. Genau, wir haben ja jetzt im Moment noch das Problem, dass wir gesagt haben, wir wollen mal A hinterher berechnen. Also dieses A, das stört noch ein bisschen. Machen wir es mal anders. Schnappen wir uns jetzt mal, jetzt nehme ich mal Ocker und sage, A ist V durch T. Also ich möchte jetzt gar nicht auf
jetzt noch nicht auf dieses A eingehen. Dann könnte ich also die Formel nochmals umbasteln. Man merkt, dass das eigentlich eine relative einfache Geschichte ist. Wir jonglieren regelrecht mit Formeln. Wir können also schreiben, M lasse ich. Und jetzt mein hinteres V, das lasse ich auch. Und aus A mache ich V durch T. Also schreibe ich mal V und muss alles durch T dividieren. Das hier, nochmal ocker gezeigt, dieses V durch T ist dieses A. Also ich habe das A hier ersetzt. So, und jetzt probieren wir mal mit dieser Formel, denn jetzt haben wir kein A drin. Das rechnen wir separat hinterher aus. Natürlich kann man es auch vorher machen, weiß ich auch. Jetzt machen wir das mal so, dass wir sagen, gut, wir probieren diesen ganzen Zusammenhang mal anders mit Formeln, mit Größen zu belegen und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Also, wir hatten ja gegeben, verschiedene Größen hier oben, 2000 Kilogramm und die Zeit ist dabei, die Endgeschwindigkeit ist dabei. Und jetzt machen wir das einfach. Also ich bleibe bei dieser Formel hier. Diese Formel, die werde ich jetzt anwenden. Und zwar, P weiß ich noch nicht, also schreibe ich ganz locker P und ist gleich, ich schreibe einfach die Formel ab und ersetze. Die Masse wissen wir, das sind 2000 Kilogramm. Die Geschwindigkeit wissen wir, das sind 30 Meter. Jetzt mache ich einen langen Bruchstrich pro Sekunde. Oh, ist der Bruchstrich schlecht. Naja. Das ist eine Übungsfrage mit diesem Tablet. Ja, jetzt ist ein bisschen besser. So, jetzt hatte ich also diese erste Geschwindigkeit, die Masse habe ich eingesetzt und jetzt kommt nochmal die nächste Geschwindigkeit, also nochmal 30 Meter pro Sekunde. Achtung, jetzt darf ich aber das T nicht vergessen. Jetzt verlängere ich den Bruchstrich und sage, das Ganze wird noch geteilt durch 10 Sekunden. Jetzt kann ich mich erstmal grundsätzlich um die Zahlen kümmern. Das heißt also, ich werde 2000 mal 30 mal 30, das werde ich mir mal schon vorher ein bisschen kürzen. Das heißt, hier kann ich mal die Nullen wegstreichen. Und wenn ich mich jetzt weiter um die Zahlen kümmere, heißt der ganze Ausdruck 2000 mal 30 mal 3. Das hat sich ja gekürzt. Die 3 muss ich allerdings schon nehmen. Und jetzt kümmere ich mich um die Einheiten und schreibe Kilogramm. Meter mal Meter kann ich zusammenfassen als Quadratmeter. Und Sekunde mal Sekunde mal Sekunde sind Sekunde hoch 3. Jetzt kann ich im also Tafelwerk oder in irgendwelchen Formelsammlungen nachschauen und kann sagen, aha, das hier, diese Einheit, diese Kilogramm und Quadratmeter pro Kubiksekunde, das sind ja schon Watt. Das ist eine Variante. Ich schreibe mal das Wort aus. Dann wäre ich ja eigentlich schon fertig. Oder ich mache nochmal einen kleinen Umweg, um nochmal darzustellen, wie schön das mit SI-Einheiten alles zu machen ist. Wir schreiben also die nächste Zeile. 20 mal 30 mal 3, das fasse ich erstmal zusammen. 2000. Da sage ich einfach 2 mal 3 mal 3. 2 mal 3 ist 6, mal 3 ist 12. Moment, habe ich jetzt richtig gerechnet? 3 mal 3 ist 9, mal 2 ist 18. So, und jetzt 1, 2, 3, 4 Nullen kann ich hinten dran schreiben. 1, 2, 3, 4 Nullen. Mal ein Tausender-Trenner dazwischen. Und jetzt könnte ich eigentlich schon sagen, Watt. Aber ich hatte ja gesagt, wir wollen uns nochmal mit den SI-Einheiten beschäftigen. Ich könnte ja Kilogramm und Quadratmeter pro Kubiksekunde wie folgt schreiben. Kilogramm mal Meter. Meter mal Meter habe ich also das Quadratmeter auseinandergenommen. Und hier unten schreibe ich Quadratsekunde mal Sekunde hin. Und sehe jetzt folgenden Zusammenhang. Das hier ergibt Newton. Ich hätte also die Einheit Newton mal Meter pro Sekunde. Auch das kann ich entsprechend in Formelsammlungen nachgucken. Das ist auch Watt. Das ist auch Watt. Also so oder so, man kommt dahinter. Mit anderen Worten, ich kann also schreiben, das sind 180.000 Watt, beziehungsweise das sind 180 Kilowatt. Die Tausender, die mache ich zu Kilo. Und das entspricht schon ungefähr dem, was man bei so einem PKW erwarten kann. So eine Leistung kann der Motor liefern. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir können ja die Beschleunigung nochmal danach errechnen. Und das Ganze geht also wie folgt. Ich sage, A ist V durch T und setze ein.
Ja, ich mache das jetzt mal waagerecht. Das heißt, hier geht es weiter. A ist demzufolge V, hatte ich gesagt, 30 Meter pro Sekunde. Und jetzt kommt das T und dann habe ich noch die 10 Sekunden dabei. So, jetzt kann ich die Nullen wegstreichen. Das heißt also, das ergibt 3. Und jetzt die Einheiten Meter und hier Sekunde mal Sekunde, Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt nachschaue, Beschleunigungen werden auch so angegeben, dann habe ich diesen Wert herausbekommen. Man könnte jetzt die ganze Sache noch anders machen, indem ich das A zuerst berechne und einsetze und demzufolge so weiterarbeite. Aber ich glaube, das wäre jetzt etwas zu weit. Oder, naja, gut. Moment. Ja gut, probieren wir das dann doch nochmal ganz schnell aus. Also noch eine andere Variante, die Leistung über die Beschleunigung zu errechnen. Ich sage also P, und dann hatte ich gesagt, P ist W durch T, beziehungsweise ich kann P als F mal S, na gut, schreibe ich es schnell, F mal S durch T schreiben. Ich könnte auch Folgendes draus machen. Ich könnte auch sagen, dieser Ausdruck hier, das ergibt V, also F mal V, auch das könnte ich machen. Sind alles schnelle Möglichkeiten. Aber ich wollte ja über die Masse und die Beschleunigung und so weiter arbeiten und hatte dann folgende Formel als Zwischenschritt, wo ich gesagt habe, das nützt uns jetzt nichts, wenn wir A noch nicht haben. Könnte ich also sagen, P sei dann M mal A mal V. M mal A mal V. Und die Formel, die kann ich jetzt wieder mit Leben befüllen. Das heißt, ich muss jetzt waagerecht machen, damit ich hier nicht zu viel verliere. An Platz P ist demzufolge 2000 Kilogramm. Oh, das kommt davon hier. Ja. Kilogramm. So, mal 3 Meter. Hoffentlich gelingt mir jetzt der Strich einigermaßen pro Quadratsekunde. Ich mache einen Bruchstrich. Hier steht der 2000 Eintel, also kann ich einen Bruchstrich auch durch alles ziehen. Und was hatte ich gesagt? V muss ich noch ersetzen mit 30 Meter pro Sekunde. Das kommt mit unterm Bruchstrich. Und man sieht jetzt hier 2000 mal 3 mal 30. Das bleibt wieder dasselbe. Ich komme wieder auf die 180.000. Quadratmeter bleibt, Kilogramm bleibt unten, Kubiksekunde bleibt. Also das führe ich jetzt nicht weiter aus. Ich hoffe, das hat soweit, ist soweit einleuchtend. Also ich komme auf das gleiche Ergebnis. Ich mache das mal mit einem dicken Pfeil. Dieses Ergebnis lässt sich also genauso hier anpassen. Das käme dabei heraus. So, das war's. Danke für die Aufmerksamkeit.